Mit großem Einsatz und Können spielte der Tischtennisclub SVS Niederösterreich in der Königsklasse gegen den starken Gegner Borussia Düsseldorf. Kein geringerer als der mehrfache Europameister Timo Boll wartete mit seiner Mannschaft auf die Schwächerter. In welcher Einstellung und welcher Erwartung seid ihr denn heute als Mannschaft nach Schwächert gekommen? Ja, wir sind schon hochmotiviert, weil letztes Jahr sind wir ja in der gleichen Gruppe ausgeschieden gegen Niederösterreich und von daher haben wir einiges gut zu machen. Der Verein hat uns auch ganz schön Druck gemacht, aber ich hoffe, dass wir dem auch irgendwo gerecht werden, aber es wird noch eine heiße Partie heute. Das erste Spiel in diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen früherer Champions League-Sieger bestreiten Chen Wei-Xing für SVS Niederösterreich und Patrick Baum für die Gäste aus Düsseldorf. Und erwartungsgemäß holte der Austro-Chinese den Auftaktsieg für SVS 3:1 in Sätzen. Erleichtert? Ja, bei Champions League gibt es keine erleichterten Matchspiele. Und haben wir heute gut gespielt. Wie wichtig ist denn jetzt dieses Auftaktspiel für die Mannschaft? Ja, natürlich waren wir Gefühle vor anderen Spielen. Wir sind nicht so nervt, nicht so viel zurück. Und können ruhig spielen, wir haben immer Chance dabei. Ne? In der zweiten Partie fordert Daniel Habeson den mehrfachen Europameister Timo Boll in jedem Satz, aber unterliegt schlussendlich mit 0:3, verliert dabei aber keinen Satz mit mehr als 3 Punkten Unterschied. Danny ist schon so ein bisschen ein kleiner Angstgegner, ich habe schon oft gegen ihn zurückgelegen und er weiß schon, wie er gegen mich zu spielen hat und das 3:0 hört sich zwar jetzt im Endeffekt klar an, aber die Sätze waren schon eng und wenn mal einer weggeht, gerade am Anfang, dann kriegt er ein bisschen Aufwind und dann kann es ganz anders aussehen, aber so bin ich natürlich zufrieden. Das dritte Match ist dann ein wahrer Krimi. Der für SVS spielende Hongkong-Chinese Leung Chu-Yan kämpft Christian Süß in 5 Sätzen nieder und verwertet seinen ersten Matchball zum 3:2. Ja, die Partie ist relativ ausgeglichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass der Timo Boll seine Partie gewinnen wird, war von vornherein klar. Aber Chen Wei-Xing hat wieder wie immer seine konstante Leistung gebracht, das ist wunderbar und unser neuer Mann hat noch großen Zittern, sagen wir so, doch die Nerven behalten und Süß hat die Nerven weggeschmissen, dadurch konnten wir die zweite Partie gewinnen. Wie habt ihr denn so schnell einen Ersatz gefunden? Nachdem sich die Spieler ja auf internationaler Ebene alle kennen und Chen ja ein geborener Chinese ist, war das relativ einfach. Es hat Leung mal gereizt, auch Champions League in Europa zu spielen. Jetzt kommt es auf vieles an. Chen Wei-Xing gegen Timo Boll. Das ist natürlich ein Klassiker. Und ich hoffe, dass Wei-Xing diese Partie doch gewinnen kann, obwohl eigentlich alles für einen Timo Boll sprechen sollte. Und die Möglichkeiten für einen Überraschungssieg sind auch durchaus vorhanden. Jedoch kann Chen Wei-Xing keinen seiner 3 Satzbälle im ersten Durchgang nutzen und verliert dann auch noch die nächsten beiden Sätze und damit sein Spiel gegen Timo Boll. Chen gibt nie auf, das weiß ich. Er macht dann seine Kaspereien immer so ein bisschen, probiert einen noch mal ein bisschen rauszubringen, aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass ich das auch einschätzen kann und weiß, dass ich konzentriert bleiben muss. Und wichtig war heute der erste Satz, dass ich den nach Hause gebracht habe. Und danach war so ein bisschen der Bann gebrochen und vor allem auch seine Moral gebrochen. Bei uns, wenn gegen gute Spieler immer erster Satz ist, Entscheidung normal. Wir haben 3-4 Satzbälle geschafft und danach hat unglaublich gut gespielt. Er ist Nummer 7, aber okay, hat unglaublich gut gespielt. Das alles entscheidende Duell zwischen Daniel Habeson und Patrick Baum geht schlussendlich klar an den Deutschen. Und somit verliert der SVS Niederösterreich seine Auftaktpartie in der diesjährigen Tischtennis Champions League mit 2:3.